Seto, gerade deine Reaktion zu Alex P. gesehen. Ich mag deine Art zu kommentieren ultra gern. Aber hey, bei aller Liebe, diese Gläser sind mega hässlich. Unfassbar, dass du dafür so viel Kohle ausgegeben hast. Freue mich auf deine nächsten Reactions. Hab den Zweitkanal lieber als deinen ersten. Alles Glück für dich, du hässlich Glasliebhaber. Junge, Junge, Junge. Ich habe mich kaputt gelacht bei dieser DM. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Sie meint nicht meine normalen Gläser, sie meint diese Gläser, diese blauen, die ich, diese handgemachten. Mann, ich finde die toll. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Tschu, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, um was Leckeres zu trinken. Heute gibt's wieder ein First Date. Ein knackiges. Wurde mir von einer Zuschauerin geschickt. Ah, oh, ist ein viel zu langer Text. Shoutouts an Kira auf jeden Fall. Danke für deine Sendung. Wir gehen rein in das Ding. Link zu RTL Plus findet ihr wie immer in der Beschreibung. Let's go. Yeah, yeah. Winter. Mein Alltag besteht aus Hausinstandsetzungen, Dach, Stuhl bauen, und Autoschrauben. Wie ein großer Junge, nur halt einfach Erwachsener. Privatier aus Potsdam. Ich muss hier direkt mal was dazu sagen, denn ich habe in einer Folge Hate abbekommen. Leute, ich dachte schon wieder, ich werde gecancelt. Ne? Ich war wieder so kurz davor. Auf jeden Fall war das die Folge von den Leuten mit dem Frührentner sein. Leute, ich habe da das Video angehalten und habe gesagt, boah, wie wird man Frührentner? Ich wäre auch gern Frührentner. Hihi, haha, huhu. Und ich meinte damit offensichtlich Privatier. Ich habe sogar irgendwas gesagt mit, dass ich so viel Kohle schon auf Seite habe, dass ich nur noch 10 Jahre arbeiten muss. Ich meinte, ich habe das offensichtlich verwechselt, ne? Die Leute haben sich draufgestürzt. Ihr seid abgegangen. Ihr habt getreten mit aller Kraft. Leute, ey, in dem Fall wusste ich nicht, dass es dafür extra Wörter gibt, Privatier und Frührentner. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich auch, dass ich den Privatier anstrebe und nicht den Frührentner. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich davon angegriffen gefühlt haben. Aber bitte, bitte denkt daran. Versucht doch ein bisschen meine Körpersprache zu lesen. Manchmal bin ich wirklich schusselig, ne? Und weiß es einfach nicht. Und manchmal übertreibe ich auch extra. Also manchmal sage ich Sachen extra. Neulich, ein Kollege schreibt mir, ey, eigentlich mag ich dich voll gerne, hab deine Reactions voll gerne geschaut, aber dass du Niederländisch oder was war das für eine Sprache? Irgendwas habe ich gesagt, die Sprache ist cringe. Bro. Also da musst du echt leise in den Keller gehen und weinen. Sorry Leute, ich mache hier Schwaben runter. Ich mache hier alles runter, was geht. Ich tue hier jede Scheiße kommentieren. Und es gibt immer Leute, die sich wirklich auf Ernst angegriffen fühlen. Ihr solltet euch wirklich diesen aus dem Arsch ziehen. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Wirklich, es geht nicht. Ich kann auch Reactions machen wie die anderen Kollegen, die jetzt angefangen haben mit First Dates Reactions. Einfach sitzen und gucken. Boah, krass. Ich bin Günther. Das ist ja wild. Mein Alltag besteht aus Pausen. Ich glaube, die mag ihn. Ich weiß nicht, ob ihr da noch Bock habt, die Reactions zu schauen. Ich glaube, es macht euch dann keinen Spaß. Deshalb, lasst mir bitte meine kreative Freiheit, okay? Das wäre mir echt ganz wichtig. Am liebsten wäre mir eine Megan Fox aus Transformers. Also eine gut aussehende Frau, attraktive Gesichtszüge, die aber gleichzeitig auch mit dreckigen Fingern umgehen kann und schrauben kann. Eine Megan Fox aus Transformers, die gleichzeitig mit dreckigen Fingern umgehen kann. Also, er ist ein Bastler am Ende des Tages. Hallo! Ach, der Herr Trettel, da ist er. Ich habe gedacht, da kommen jetzt High Heels daher, ja? Ja, das ist nur vom Gehör. Bist ziemlich entspannt, oder? Ja, ne. Ich habe mir die Sendung vorher angeschaut. Man bereitet sich ja vor, als Ingenieurcharakter und als Nerdcharakter und als Steinbock bereitet man sich vor. Als was? Als Steinbock? Naja, und okay. Dann nichts dem Zufall überlassen, bloß nicht. Wenn ihr mit so jemandem zusammen seid, dann ist alles aufs klitzekleinste Detail geplant. Das sage ich euch jetzt schon, batz. Horoskope ist albern, aber ich finde es immer lustig, wenn man Horoskope liest in der Charakterisierung. Und da wurde, habe ich mal gelesen, dass Steinböcke ja so sehr verkopft sind. Hast du auch überlegt, wie du begrüßen wirst? So, jetzt der erste Schritt. Der erste Schritt ist immer das Hallo. Ja, aber mit Umarmung, mit Hand. Umarmung wäre mir viel zu. Es gibt ja immer diesen persönlichen Meter. Und bei einer Frau, den gleich so zu überschreiten. Wegen der Frau oder wegen dir? Beiderseits, ja? Würde ich sagen. Weil das würde ich nicht machen. Das ist. Ich weiß nicht. Geh mal in die Bar. In die Bar. Hallo. Tag. Hey, hey. Ich bin Christina. Ich lebe alleine mit meinen 3 Katzen. Genau, ich bin die kleine
Katzenfrau, würde ich jetzt sagen. Ich sag dir ehrlich, da hat er doch seine Megan Fox. Also, ne, die ist schon hübsch. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich liebe schönes Lächeln, schöne Hände. Aber so, das Herz ist so das Wichtigste für mich, doch. Hello. Hi. Hallo. Positiv, die Frau, die ihr mir da verpasst habt. Darf ich dich umarmen, Roland? Ja, klar. Hast du gesehen? Wir haben uns umarmt. Ja. Muss ich jetzt auch gleich so aufspringen, oder? Natürlich. Bitte. Und ich habe erst mal gedacht, tatsächlich, dass er zur Crew gehört. Ich habe das gar nicht so realisiert, dass es mein Date ist. Okay. ich bin da ein bisschen... Ne, ich wollte nicht gleich... Christina, ja. Hi. Ich habe immer die Angst, ich kriege eine gewatscht, wenn ich eine Frau einfach so gleich anspringe. Ne? Für mich war das auch... Also, ne, kurz hier, ihr wollt ja wieder den Analyst haben. Ihr habt ja wieder nach ihm geschrien. Kein Problem. Leute, er ist ein bisschen, wie sagt man, wenn man, Sozialphobie. Er hat so ein bisschen, glaube ich, Sozialphobie. Also ich glaube, dass er sich nicht leicht tut, so mit anderen Leuten zu quatschen oder so Gesprächsthemen zu finden, weil er halt einfach ein Nerd ist. Seine Hobbys sind nerdig und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich glaube auch, dass er selten Körperkontakt mit Frauen hat oder Berührungspunkte, sage ich jetzt mal. Körperkontakt war das falsche Wort. Und deshalb auch so direkt so, ich glaube, da kriegt man eine gewatscht und Bro, ihr geht auf ein Date zusammen, so, also entweder oder, ne? Selbstverständlich, dass ich meinen Datepartner umarme. Also für mich ist das total normal. Menschen, ne? Also für mich ist das was Schönes. Geht's dir gut? Noch ja, also. Bist du aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt, weil ich habe Angst, dass ich dich irgendwie nachher überfahre oder überfordere. Ich würde schon Stopp setzen, kein Stress, alles gut. Ich habe dieses. Die ist so eine Macherfrau, ne? Ja, ich würde schon sagen, halt! 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 Reicht. Boah, das hat richtig Gehalt. Also es hat bis nach unten. Also habt ihr das gehört? Wundert mich nicht, wenn gleich meine Nachbarn klopfen. Wir haben heute Feiertag. Problem, dass ich viel zu schnell denke und Leute nicht ausreden lasse. Woher kommst du? Potsdam. Potsdam. Also für die, die mit dem Blick... Guck einfach nach Berlin. Das ja, okay. Berlin ja, kennen alle. Potsdam kenne ich. Okay, gut. Ich komme aus Hamburg. Ja, das geht noch. Das sind 2 Stunden. Das ist ab und zu fährt man auch mal nach Hamburg. Das habe ich auch schon gehört. Ja, das ist okay. Alles klar. Beruflich? Beruflich? Ich habe einen Ingenieurabschluss und mache nichts. Habe keinen Job dafür bekommen. Okay. Naja, weil ich stehe offen dazu. Ich lebe wie ein Harzi ohne Harz, weil ich Vermögen habe. Okay, gut. Privatier. Ich lebe wie ein Harzi ohne Harz, weil ich Vermögen habe. Das ist ein geisteskranker Flexspruch, Digga. Den muss ich mir merken. Ich lebe auch wie ein Harzi ohne Harz, weil ich Vermögen habe. Du wurdest mein Vermögen. Ja. Wie lange bist du denn Single oder auf der Suche? Halt dich fest, seit 47 Jahren bin ich Single. Wie jetzt? Du hattest noch nie eine Partnerin. Wenn jemand schon so lange, also beziehungsweise sein Leben lang, nie eine Partnerschaft geführt hat, das muss schon was heißen. Ich hatte keinerlei Beziehung und war immer nur der nützliche Kumpel. Komm, dann stoßen wir mal an. Ja. Diese Friendzone-Aussage tat mir gerade auch so ein bisschen im Herzen weh. Ich war immer nur der nützliche Kumpel. Oh, Mann, Günther! Warum hast du es nicht rausgeschafft aus der Friendzone, Digga? Wir mussten alle mal. Wir waren alle mal drin, aber wir haben es auch alle irgendwie rausgeschafft. Nur du nicht. Fuck! Also, sie war mir sehr sympathisch. Ich fand sie gut. Wir gehen essen. Gerne. So. Ich begleite euch mit den Super, vielen Dank. Danke. Über den Drink. Na klar. Optisch hätte ich mir auf jeden Fall was anderes gewünscht. So, ich habe trotzdem gesagt, ist egal, weil ich möchte den Menschen dahinter kennenlernen und wollte dem Ganzen halt eine Chance geben. Ja, ne? Nur so rein oberflächlich gesehen ist es auch, spielt sie schon Bundesliga und eher so zweite, ne? Zweite oder dritte eher so. Ne? Hm, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nicht böse sein, ne? Ich will nicht böse sein, ich will niemanden angreifen, ich möchte niemanden verletzen, ich möchte hier niemanden, na, halt, bitte kennst du mich nicht, bitte. Erzähl mir ruhig ein bisschen. Du hast ja jetzt schon mitbekommen, wie ich so bin. Also ich reise gerne. Ich bin sehr viel gereist bis jetzt und würde das gerne auch fortsetzen. Genau. Als Menschen, sage ich, ist sie von dem, was sie mir erzählt hat, abenteuerlustig, neugierig. Was wünschst du dir denn von deiner Partnerin? Na, ich habe es mal so beschrieben. Am besten wäre mir
Kennst du Filme wie Transformers, die Intro-Szene mit Megan Fox, wo sie da aussieht wie Model-like und plötzlich... Ich kenn's gar nicht. Also im Prinzip stell dir mal vor, ein Carnerd, ein Mechaniker, der hätte natürlich gerne eine Frau, die auch so ein bisschen technisch versiert ist, keine Angst davor hat, sich ein bisschen die Finger schmutzig zu machen, aber trotzdem natürlich attraktiv aussieht. Ja, und da habe ich gedacht, okay, und wo ist mein George Clooney? Bist du wirklich... Boah, dafür kriegt sie einen Oscar, Digga. Dafür kriegt sie einen Oscar. Die hat sich ihren Oscar verdient. Eine alleinstehende Frau ohne Kinder. Hast du wirklich diese Interessen, dass das... Weißt du, ich werde sonst hier, wenn ich verheiratet... Also, ich bin verheiratet tatsächlich, noch. Mhm. Wir leben aber in Trennung. Oh. Kinder habe ich nicht, aber einen ganz großen Kinderwunsch. Sie ist aber irgendwie noch in einer Beziehung, in einem Scheidungsprozess, so wie sie das geschrieben hat. Und das kann ja alles sowas. Und dann ist die Frage, ja, warum lässt sie sich dann jetzt einfach scheiden? Hat ihr ihre Eskapaden mit rumreisen? War ihm das zu viel? Ich würde es gut finden, wenn ich tatsächlich so eine Homebase habe und die Frau dann akzeptiert, dass zum Beispiel die Oma, wenn sie denn meine Mutter dann noch lebt, oder dass sie ihre Großeltern mitbringt und wir dann ein richtig schönes Haus bauen, dass unsere Homebase praktisch bewohnt ist, während wir in der Weltgeschichte rumklingeln. Okay. Er ist sehr, sehr verkopft, sehr vertieft und... nee. Ich möchte es mir erlauben können, in der Welt rumzutingeln, ohne jetzt die Sorge zu haben, ja, was ist jetzt, wenn irgendwas schief geht? Ich komme irgendwo nicht weiter, wen kann ich anrufen? Nicht, dass ich mich in irgendeiner Botschaft melden muss und sagen muss, ich bin jetzt hier in Islamabad, stehe jetzt hier mit meiner Crossmaschine irgendwo, holt mich ab, schickt mir den Bundesgrenzschutz, ich brauche eine Rettungsaktion wegen Geiselbefreiung oder so. Sondern dass ich so. Der Bre ist komplett in seinem Film. Also er ist ja süß, ne? Er ist ja süß, aber er ist in seinem Film. Er ist, er braucht schon, also ich kann jetzt schon sagen, die passen nicht zusammen. Also er braucht so eine Partnerin, die wirklich explizit auch nerdig drauf ist. So, ne? Und dass es nicht die Megan Fox aus Transformers sein wird, das kann ich ihm jetzt schon mal sagen, hat ja auch die letzten 47 Jahre nicht geklappt. Das Ding ist, wenn du halt falsche Vorstellungen von deiner Frau hast, dann, ja, dann wird es halt schwierig. Dann bleibst du halt Single, ne? Jetzt mal sagen kann. Okay, du hast Filme? Wow. Ja, ich habe eine rege Fantasie, ne? Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Sehr schön, danke. Hast du denn Interessen, die irgendwie das bedingen, dass du mehr als nur eine Wohnung bräuchtest? Also fürs Reisen brauchst du ja tatsächlich nicht mehr als bloß eine Wohnung, wo du mal kurz übernachtest, während du auf dem Sprung bist. Mein Leben steht ja nicht mehr aufs Reisen, um Gottes Willen. Wenn ich dann also kommt halt rüber. Nein, so. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich, also wenn ich Geld hätte, ich würde ein Tierheim öffnen oder einen Bauernhof haben mit ganz vielen verschiedenen Tieren, die zum Beispiel... keine Ahnung, vor Schlachtung gerettet werden und so weiter und so fort. So ein Pferdehof für ältere Pferde, dass sie nicht mehr geritten werden, sondern einfach auf der Weide ihr Leben haben. Ja, oder Schweine oder Hühner, keine Ahnung. Da kämen wir ja wieder, das kannst du nicht in Hamburg in der Stadt machen. Dazu nicht. Bräuchtest du so eine Homebase? Ja, klar. Siehst du, dann sage ich willkommen. Willkommen im Nutetal. Er ist ein bisschen auch ein Klugscheißer, ne? Er würde mich auch ein bisschen aufregen, Alter. Ja, sag ich doch, kannst du nicht in Hamburg machen. Brauchst du eine Homebase? Digga, du und deine scheiß Homebase, fuck mich nicht ab mit deiner Homebase. Checkst du nicht, dass sie gerade keine Homebase will? Ja. So, das wäre so mein Traum auf jeden Fall, ne? So. Auch, dass er alles, was sie sagt, direkt so als, wie sagt man, direkt so vergleicht mit seinem Leben und so sagt, ja, das würde ja dann passen. Ja, dann brauchst du ja eine Homebase. Die habe ich ja schon. Ah, dann dies, das, jenes. Bruder, lass dich doch einfach mal reden und tu nicht direkt so, als wäre die zusammen. So, hä? Schon sehr euphorisch und war, ich sah auch leichtes Glitzern in seinen Augen so. Wenn du jetzt sagst, okay, Bauernhof, dann sag ich, ah, da hätte ich jetzt schon wieder die Chance. Kam jetzt so, danke. Da haben wir wieder die richtige Richtung. Ah, du bist so verkopft. Genieß es. Genau das. Das Gespräch läuft, alles cool. Genieß es. Du bist schon viel zu weit, du planst schon. Sie hat mir ja so einen kleinen unterschwelligen Vorwurf immer gemacht, dass ich schon zu weit vorausplane. Ja, ist ja auch so. Das ist kein Vorwurf, das ist die absolute Wahrheit. Du redest gerade mit einer fremden Frau darüber, dass es alles passen würde. Oder was passt und was nicht passt. Aber die fremde Frau will ich ja erstmal kennenlernen. Mehr nicht. Nicht mehr! Jetzt habe ich alles... Ja, Madame, ich habe das mitbekommen, ne? Aber... eigentlich wollte ich ihr damit nur signalisieren, dass ich dauernd versuche zu gucken, wo könnte es denn einen Anschlusspunkt geben. Schmeckt dir das Essen hier, ne? Ja, ich versuche nur nicht zu schnell und zu langsam zu essen, damit ich dich nicht... Nein, alles gut, das war nur eine Frage. Ich bin schon total satt. Du hast dein Interview jetzt sozusagen beendet, du weißt alles, hast deine Meinung gebildet. Meinst du jetzt, Naja, diese Checkliste. Ich weiß nicht, ob ich zu viel rede, weil ich müsste dich ja was... Ich bin total
entspannt hergekommen. Ich war auch nicht nervös oder so. Er hat sehr viel gestichelt bei mir und dieses immer rausgekitzeln wollen, ja, sagt sie jetzt das Richtige, was ich hören möchte oder nicht? Und wo ich dachte, okay, sind wir jetzt gerade bei einem Jobinterview? Möchtest du wissen, wie ich mich in 5 oder 10 Jahren sehe? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Fand ich völlig albern. Er ist halt einfach, der hat ein bisschen diese Nerd-Weird-Persönlichkeit, ne? So kann man ihm nicht übel nehmen, aber manchmal ist es mit solchen Leuten schwer, auf einem klaren Nenner sich zu unterhalten. Ich stelle sie am besten einmal essen. Ich bin gespannt, ob du damit einverstanden bist, dass ich mein Essen zahle oder ob du so eine bist, die eingeladen werden will. Ich zahle mein Essen und ich bin gespannt, ob du so eine bist, die auch ihr Essen zahlt oder die eingeladen werden will. Bro, damit hast du, also da, egal wie toll das Date gewesen wäre, damit hätte keiner mit dir ein zweites Date gemacht. Also die Aussage, allein jemandem zu sagen, ob du so eine bist, das ist ein bisschen diese disrespectful, unterschwellig. Bist du eine von denen? Jetzt bin ich mal gespannt. Beweis dich mal. Also, willst du dich jetzt einladen lassen, weil ich bin Privatier? Ich hab das Geld. Oder kannst du auch für dich selber zahlen? Also, das liegt an dir. Wir können das Essen, die Teilung gerne teilen. Ich hab gehofft, dass im Zeitalter von Emanzipation, dass jeder sein Essen selber zahlen darf. Wir können das gerne auch teilen. Gar kein Thema, alles gut. Weil oft siehst du halt diese Szene, wo dann die Frau eingeladen wird. Ne? Wo ich dann immer sage, ja, warum muss in diesem Zeitalter immer noch die Frau eingeladen werden, nur weil sie Frau ist? Er hat das leider sehr ungeschickt gemacht. Ich checke seinen Gedanken. Ich checke ihn, low-key. Aber es hat ein bisschen mehr auch einfach, diese Sache hat in meinen Augen ein bisschen mehr was damit zu tun, wenn man ein schönes Date hatte, der anderen Person so ein bisschen Sicherheit zu geben und zu sagen, ey, ich trag dich. Gerade so, ich bin gerade für dich da. So, ich übernehme gerne diesen Part, ist für mich kein Problem. Und lass es gerne stecken. So, mehr nicht. Es hat gar nicht so viel mit Emanzipation. Ja, ich check trotzdem seinen Gedanken. Ich check seinen Gedanken so, ne? Jeder kann selber zahlen, jeder kann selber zahlen, ist diese Allmann-Allmann-Sache, weißt du? Ist halt auch nicht immer so geil, ne? Ja, Schreibt mal eure Meinung, bitte. Unten rein. Schreibt mal wirklich eure ehrliche Meinung, ganz ehrliche, ob ihr so denkt wie er oder ob ihr auch sagt, ey, ich möchte eingeladen werden beim ersten Date. Klar, ich kriege auch bei meinen First Date Videos auf dem Hauptkanal immer mehr Mädels sagen, ja, nee, ich habe gar kein Problem damit selber zu zahlen und es geht ja auch nicht darum, ein Problem damit zu haben, es geht darum, ob man es gerne hätte, ob man es cool finden würde, wenn der andere den Move macht und einen einlädt. Ich erwarte nicht, dass man mir immer meine Rechnungen zahlt. Ich wünsche mir aber trotzdem bei einem ersten Date vor allem, dass das ist ein Zeichen für mich, dass ja, ich mag dich und dass es eine Wertschätzung ist. Und das habe ich bei ihm überhaupt nicht gespürt. Hallo. Sie ist auf deiner Seite? Ja. Bist du eingeladen? Nein. Es ist Geld drin, keine Sorge. Gut. Ich wollte sie nicht einladen. Mir hat das Geld gefallen, mir hat die Frau gefallen vom Erscheinungsbild. Aber ich bin mit ihr nicht so, dass ich für sie jetzt ein Essen übernehme. Tschüss. Tschüss, danke schön. Danke euch. Tschüss. Jetzt mantelt er schon wieder den Mantel. Den muss ich doch. Ne? Ich habe mal gelernt, dass... Vielen, vielen Dank, lieber Roland. Es wäre mir zum Beispiel lieb gewesen, wenn sie gesagt hätte, nein, nein, ich ziehe mir den Mantel selber an. Aber sie hat sich natürlich gerne von dem Roland dann, weißt du so, vielleicht hat ihr doch was gegeben. Bro, du willst sie nicht einladen, aber du willst ihr den Mantel anziehen und bist eifersüchtig, wenn Roland das dann macht? warte mal kurz. Ich glaube, ich bin gerade im falschen Hollywood-Streifen hier. Ich fühlte mich da etwas überflüssig. Tschüss. Ciao. Darf ich dich nochmal zum Abend? Klar. Vielen Dank. Tschüss. Das gefällt ihm gerade auch nicht, dass sie den Roland nochmal umarmen will. Ja. Tschüss. Tschüss, danke. Na dann wollen wir mal. Wer möchte denn ein zweites Date? Also wenn es nach mir ging, wäre ich froh, wenn sie mit mir ein zweites privates Date in meiner Region gerne hätte. In seiner Region? Warum muss das Date denn bei ihm in der Region sein? Wenn es nach dir ginge, Christina? Von mir aus leider kein zweites Date. Aber nicht, weil du kein netter Mensch bist, um Gottes Willen. Das war wirklich eine coole Erfahrung. Du bist mir leider zu verkopft. Hab mich trotzdem gefreut. Ja, wenigstens einmal die Umarmung. Ja, auf jeden Fall. Mach's gut.
das Ende war so weird. Es tut mir leid für ihn, weil er kann ja nichts dafür. Er kann ja grundlegend nichts dafür, dass er das so nach außen strahlt und dass er so schnell mitdenkt und dass es ihn stört, dass wenn der Roland ihr den Dings anzieht und dass es ihn stört, dass sie nicht selber zahlt und nicht eingeladen und was weiß ich. Er kann ja nichts dafür. Das sind ja einfach seine normalen Gedankengänge so. Aber ins Dating-mäßige beziehungsweise in die persönliche Ebene mit einer Frau, die man vielleicht auf Ernst kennenlernen will, passt das alles nicht so gut rein. Das ist einfach ein Fakt. Und das hat er bestimmt auch gemerkt, nachdem er sich das Date dann vielleicht nochmal angeguckt hat. Keine Ahnung, vielleicht haben es ihm Freunde gesagt, vielleicht hat es ihm Familie gesagt, aber ich wünsche ihm trotzdem, dass er die passende Partnerin findet, so. Weil sie war super lieb, sie hat alles toll gemacht und es war mega. Aber es kann halt nicht immer funktionieren, Leute, was soll ich sagen? Ja, morgen 14 Uhr haben wir hier wieder zusammen ein Date, du und ich, zum Mittagessen. Oder wenn du erst von der Arbeit heimkommst, 18 Uhr, dir das Video anschaust. Ab 14 Uhr ist es auf jeden Fall online. Ich freue mich, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis dahin, haut rein. Passt auf euch auf, ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.